Es ist ja gute 1000 Jahre her, dass die Wikinger als Seefahrer die halbe Welt erkundet haben. Und ein Solinger geht jetzt auf die Suche wiederum nach einem alten Schiffswrack der Wikinger. Also so ein ähnliches wie dieses Museumsstück. Das will er nämlich per Zufall auf Satellitenbildern im Wasser vor Grönland entdeckt haben. Das klingt alles ziemlich unwahrscheinlich. Aber Erich Traut geht in einem Monat auf Expedition. Es ist nicht irgendeine Forschungsreise. Es wird seine erste. In Grönland, jetzt auch im Hochsommer, haben wir dann Temperaturen von 2 Grad im Wasser. Und ist das dann ausreichend mit der Schutzhülle und dem Unterzieher? 450er, 490er Unterzieher, also einen recht dicken. In einer Tauchschule hat der Solinger gerade erst mal tauchen gelernt. Zusammen mit seiner Frau will er nach Grönland. Ein solches Wikingerschiff, aber eben ein Original, gesunken vor ungefähr 1000 Jahren, das vermutet er dort. Vor Wissenschaftlern hat er seine Recherchen kürzlich präsentiert und die haben ihm zugestimmt, es sei wohl ein Glückstreffer. Das ist so eine große Sensation, dass ich es selbst auch nicht glauben kann. Aber das, es ist dort ein Schiff, das ist auf jeden Fall, aber die Art des Schiffes, ein Wikingerschiff wäre wirklich eine außergewöhnliche Entdeckung, die so weit nördlich noch kein anderer gemacht hat. Und die Geschichte, wie er darauf gekommen ist, ebenso verrückt. Hier vor einer einsamen Insel bei Grönland hat er seine Entdeckung gemacht. Eine Entdeckung, ohne jemals vor Ort gewesen zu sein. Mit den Möglichkeiten des Internet letztes Jahr habe ich dann die gesamte Küste abgesucht. Und zwar auf Satellitenaufnahmen. Ein kleiner, länglicher Schatten. Das soll das gesunkene Wikingerschiff sein. Watson's Bay ist für den Großteil des Jahres mit Eis bedeckt. Und das ist für Sie auch eine Erklärung, warum das bisher noch keiner gefunden hat, oder? Ja, und eben dass der Tauchsport ist dort absolut nicht verbreitet. Es geht kein Eskimo in das Wasser, im höchsten Falle auf dem Wasser. Und so könnte man sich das dann vorstellen, dass die, wenn es ein Wikingerschiff ist, dieses Langschiff dort in der Bucht geankert hat. In diesem Sommer also geht es dann wirklich los. Das Geld für die Expedition soll durch Crowdfunding im Internet wieder reinkommen. In der Tauchschule verblüfft sein Vorhaben, denn alte Schiffswracks sind hier eigentlich schon etwas völlig Gewöhnliches. Normal ist man erstmal ein erfahrener Wracktaucher, sucht jahrelang in Meeren nach Schiffen, die keiner kennt. Und dann findet man vielleicht mal eins, wenn überhaupt. Und er findet eins und taucht noch nicht. Also das ist schon beeindruckend gewesen. Ja, das eine geht mit dem anderen einher. Dann ja. Nicht. Den Tauchschein hat Erich Traut bestanden. Voraussichtlich kommt ein weiterer Tauchprofi mit. Aber auch als Anfänger fühlt er sich der Herausforderung ganz gut gewachsen. Prima, okay. Es soll ja in die Tiefe gehen. Das Schiffswrack liegt ja auf dem Grund. Und es ist aber nicht sehr tief, nur in 4 bis 5 Meter Tiefe. Und man kann das dann also von der Wasseroberfläche auch sehen. Wenn er Pech hat, sind es doch nur ein paar Unterwasserfelsen mit der Form eines Schiffs. Mit Glück ist der Solinger ein Entdecker. Das wird sehr spannend. Und was mit dem Schiff dann passiert, wenn es wirklich eins der Wikinger ist und überhaupt ein Schiff, das weiß der Solinger noch nicht. Er ist aber mit einem Museum schon in Kontakt. Also wir werden das weiter verfolgen.